Der Move des Monats ist für mich ein ganz simpler. Du fängst den Ball mit Fangrichtung Richtung Korb, machst einen Shotfake, nimmst zwei Dribblings zum Korb und schließt auf der gegenüberliegenden Seite am Ring ab. Shotfake ist ein Ball dem Gegner hochzeigen, damit du antäuscht, dass du einen Wurf nimmst, ihn dann aber näher kommen lässt und ihn dann mit deinem Penetration schlägst. Das erste Dribbling muss lang sein, damit du gleich an deinem Gegenspieler vorbeiziehst. Als Counter kann man dann noch den Spin-Move einbauen, dass wenn die Hilfe kommt, spinnst du zurück auf die linke Hand und schließt auf der anderen Seite vom Ring ab.